Am 17. November 2016 wurde in der TV-Familienshow Liebe bundesdeutsche Gartenzwerge oder so ähnlich ein Papst geehrt, der es noch nicht einmal geschafft hat, den Exorzismus in seiner Organisation abzuschaffen. Das Mittelalter lässt recht freundlich grüßen. Florian Silbereisen wurde mit Showlegenden wie Rudi Carrell verglichen und als Deutschlands bester Entertainer in Gegenwart von Thomas Gottschalk in den Himmel gelobt. Da passt es gut, wieder einmal das oft zitierte Ammenmärchen vom Pionier des Deutschrock zu erzählen. Udo Lindenberg. Tatsache ist, der Mann hatte Erfolg. Allerdings sehr oft, indem er sich an den Schlager verkaufte. Alles klar auf der Andrea Doria? Immer mit Blick auf die Verkaufszahlen. Soweit auch legitim. Nur 1969 bis 1970 spielte Udo Jazz mit Herbolzheimer und Doldinger am Schlagzeug. Seine erste LP war in Englisch, komplett in Englisch. Erst 1972 begann er, auf Deutsch zu singen. Angeregt möglicherweise durch ein paar Mannen aus Nürnberg, die damals längst die Spitzenplätze der Puls eines Fachmagazins belegten. Sonny Hennig, Ernst Schulz und ihre Kinder. Und die auf Medienerfolg bewusst verzichteten, indem sie nie so seicht wurden wie Udo in vielen seiner Schlagerchansons. Und indem sie zu Rockmusik so ehrliche Texte machten, dass kaum ein Radiofuzzi den Mut hatte, das zu spielen. Während die Band in Fankreisen längst Kultstatus genoss. Und indem sie sich mit Franz Josef Strauß anlegten, dem deutschen Michel in der TV-Sendung Wünsch dir was, das friedvolle Weihnachtsfest versauten und immer schön konsequent medienuntauglich blieben. Fazit: Udo hat von ihren Kindern gelernt. Songs gemacht wie Denn sie brauchen keinen Führer, für die wir ihm unendlich dankbar sind. Er hat als eigentliche Großtat die damals herrschende Jugendsprache kultiviert, dabei aber den Anschluss längst verloren. Und er hat sich nun mit einer der größten TV-Werbekampagnen aller Zeiten vor dem Vergessenwerden gerettet. Mach's gut, Udo. Deutschrock-Pionier ist man nicht, weil man erfolgreich ist oder war. Man ist es, weil man Rock macht und kein Mischmasch mit Gesülze. Und das nicht als Kind von ihren Kindern, sondern als der Papa und damit Vorreiter. Selbst Rio Reiser und seine Scherben waren früher dran, allerdings noch radikaler. Der Alternativ-Bambi geht ganz klar nach Franken. Tipp vom Küken: Leere Hände oder die Jeans-LP von ihren Kindern, beziehungsweise 13 unerwünschte Reportagen nach Günter Wallraff von Sonny Hennig. Gibt's alles längst auf CD. Suche aber auch auf YouTube unter ihre Kinder Sonny Hennig, Ernst Schulz und, Achtung, immer schön aufrecht bleiben.